Aspyr Media hat mal wieder Mist gebaut. Wer die sind? Na, die machen die ganzen Star Wars Ports für die Nintendo Switch und auch Neuauflagen für den PC und so ein Kram. Und dabei verkacken die hin und wieder so richtig doll. Ursprünglich sollten sie auch ein Remake für Star Wars Knights of the Old Republic machen. Das wurde denen dann, und so kann man es wohl mittlerweile sagen, glücklicherweise wieder weggenommen. Ob das Remake überhaupt noch kommt, keine Ahnung, das liegt jetzt bei Saber Interactive. Und ob und wann das überhaupt mal erscheint, na, das werden wir wohl in den nächsten Jahren erfahren. Speziell darüber haben wir übrigens auch schon ein Video gemacht. Heute geht es uns allerdings um die Star Wars Battlefront Classic Collection von Aspyr Media, also die Ports der Battlefront Teile 1 und 2. Die Classic Collection ist nämlich vor nicht einmal 2 Wochen erschienen und oh boy, die Steam-Rezensionen sind dunkelrot. Also richtig dunkelrot und ich wusste gar nicht, dass es so dunkelrot geht. Der Metacritic-Score liegt bei 62, der User-Score bei 2,5. Aspyr Media hat es geschafft, eine unfertige Version eines fertigen Spiels zu re-releasen, um hier mal eine Top-Steam-Rezension zu zitieren. Warum sich alle so aufregen und was da falsch gelaufen ist, darum geht es im heutigen Video. Aber zuerst einmal für die jüngere Generation, was ist Star Wars Battlefront und warum überhaupt hat man ein 20 Jahre altes Spiel wieder, naja, neu auflegen wollen? Star Wars Battlefront ist ein Battlefield-ähnlicher Shooter im Star Wars-Universum. Der erste Teil erschien 2004 und der zweite 2005, beide entwickelt von den Pandemic Studios. 2015 erschien dann die Neuauflage, die klammern wir aber für dieses Video erstmal aus. Das Spielprinzip ist easy. Es gibt 2 Teams, die Kommandoposten einnehmen müssen. Wer zuerst alle eingenommen hat, der gewinnt die Runde und an sich spielt das halt alles im Star Wars Universum. Also die Ortschaften, die Fraktionen, die Waffen und so weiter und so fort, alles typisch Star Wars. Das Ganze konnte man gegen die KI spielen oder, viel spannender, online mit bis zu 64 Spielern. Hinzu kommt ein Singleplayer-Modus, in dem grob die Geschichte der Star Wars Filme gezeigt wird. Dies geschieht durch Kämpfe, die dem Multiplayer-Gameplay recht ähnlich sind und Zwischensequenzen vor und nach dem Kampf. Und oh mein Gott, Battlefront war und ehrlicherweise ist auch einfach Liebe. Wer Battlefront 1 oder 2 damals gespielt hat, der muss tolle Erinnerungen an dieses Spiel gehabt haben. Erfolgreich waren die Urversionen auch noch, denn zusammen konnte man 10 Millionen verkaufte Kopien erreichen. Ja, gerade die Kampagne war jetzt nicht so berauschend, aber der Multiplayer war einfach, der war dieses eine Star Wars Spiel, was jeder endlich haben wollte und was endlich da war. Hinzu kamen natürlich auch noch etliche Mods, die das Spiel nochmal besser machten und über die Jahre für eine feste Fanbase sorgten. Dieser treuen Fanbase 20 Jahre nach den Original Release einfach mal wieder das klassische Gameplay zu geben mit modernen Quality of Life Anpassungen, ja, das klingt erstmal auf dem Papier nach einer richtig guten Idee. Tja, und dann wurde im Februar im Rahmen der Nintendo Partner Direct ein Port der Battlefront Teile 1 und 2 angekündigt und zuerst habe ich mich darüber wirklich gefreut, auch wenn ich nicht damit gerechnet habe, die wirklich noch irgendwann zu sehen. Klar ist jetzt kein Remaster, braucht es auch nicht, wenn du quasi die Neuauflage hast, aber vielleicht gibt es ja einfach ein paar gute Verbesserungen bzw. Quality of Life Verbesserungen. Dann allerdings habe ich mir die Ports genau angeschaut und gesehen, das wird von Aspyr Media entwickelt und hier wurde ich dann schon ein wenig skeptisch. Die haben zwar bereits viele andere Star Wars Ports umgesetzt, aber auch die verliefen nicht immer wirklich problemlos. Zuletzt zum Beispiel der Port von Star Wars Knights of the Old Republic 2. Da wurde, kurz gesagt, ein DLC versprochen, das im Prinzip ein Content-Fan-Mod zum Original war und ohne dieses lief das Game auf dem PC extrem verbuggt. Dieses DLC ist dann aber aus lizenztechnischen Gründen nie erschienen, weshalb der Port auf der Nintendo Switch genauso toll läuft wie auf dem PC ohne Mod. Also absolut verbuggt. Übrigens, auch das Thema haben wir schon in einem Video angesprochen, also für alle Neuen da draußen unbedingt Gaming-Glocks abonnieren, damit ihr solche Videos nicht mehr verpasst. Nun könnte man natürlich denken, naja, sowas kann bei der Battlefront Classic Collection ja nicht passieren, denn das Originalspiel lief ja eigentlich schon richtig, richtig gut. Das ist ja ein funktionierendes Spiel gewesen für sich genommen, also was soll man da groß kaputt machen? Da kann man es ja einfach für die heutigen Konsolen porten und yeah. Lass uns feiern! Was? Na natürlich den ersten Geburtstag von Honkai Star Rail. Das rundenbasierte Fantasy-RPG ist vor einem Jahr absolut eingeschlagen und konnte viele Top-Wertungen und Preise abgrasen. Über 100 Millionen Downloads gab es allein in den ersten 12 Monaten. Falls du Honkai noch nicht kennst, du kannst es kostenlos auf deiner Playstation, dem PC oder mobilen Endgeräten zocken. Einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung oder beim angepinnten Kommentar klicken oder diesen QR-Code scannen. Das neueste Update 2.1 steht bereit und erweitert das Game mal wieder um neue Spielmodi, Events, neue Maps wie der Clock Studios Theme Park und natürlich auch um neue Charaktere. Zum Beispiel den 5-Sterne-DPS Acheron. Sie ist eine eher kalte und zurückhaltende Person, um die es aber viele Geheimnisse gibt. Vor allem aber knallt sie richtig rein und teilt daher richtig Schaden aus. Das merkt man besonders, wenn sie ihre Ult zündet. Aber keine Sorge, trotz der gewaltigen Animation eignet sie sich auch perfekt für Anfänger im Honkai-Universum. Auch bald neu dabei, Aventurin, ein Zocker, wie er im Buche steht, der vor allem für den Support ein neuer mächtiger Begleiter sein kann. Das war's aber noch nicht, denn mit weiteren Online- und
und Offline-Events wie hier in Berlin könnt ihr viele weitere Gewinne abstauben. Zum Beispiel könnt ihr im kleinen Theme-Park In-Game oder physische Preise gewinnen, wie zum Beispiel ein neues iPhone 15 Pro oder eine PlayStation 5. Außerdem gibt es für eine limitierte Zeit 1600 Stellar Jades, das ist die In-Game-Währung, und 20 Charakterpuls gratis, wenn man sich 7 Tage hintereinander im Game einloggt. Und wisst ihr was? Mit diesem In-Game-Code gibt's nochmal 50 Stellar Jades on top. Also feier den Geburtstag und lass dich beschenken. Gönn dir Honkai Star Rail für deinen PC, PlayStation 5 oder Mobile über den ersten Link in der Videobeschreibung oder beim angepinnten Kommentar oder natürlich über diesen QR-Code. Bereits vor Release, nämlich im Trailer der Battlefront Classic Collection, ließen sich schon erste Unstimmigkeiten sehen. Aspyr Media hat im offiziellen Trailer Material gezeigt, das sie sehr wahrscheinlich aus einer Mod für Battlefront 2 auf dem PC genommen haben. Es gab 2004 nämlich ein Xbox-Exclusive DLC, in dem man Asahi Ventress? Richtig ausgesprochen bestimmt, spielen konnte. Diese hatte auch spezifische Animationen. Sie klemmt ihr zweites Schwert zum Beispiel unter ihren Arm. Weil dies aber für die Xbox exklusiv war, haben Modder natürlich versucht, diesen Inhalt auch für den PC zu machen. Wobei hier einfach ein anderer Charakter remoddet wurde, weshalb die zusätzlichen Animationen fehlen und sie die Schwerter in zwei Händen hält. Den ungeübten Auge fällt sowas natürlich jetzt nicht direkt auf. Blöd nur, dass die Fans aber auf genau solche Dinge achten und dadurch ziemlich schnell aufgefallen ist, dass im Trailer die Mod benutzt wurde. Da, ganz rechts im Bild. Aspyr Media hat sich dazu auch geäußert und gemeint, dass sie die Szene als Platzhalter im endgültigen Trailer, ja, das, die wurde halt übersehen. Zum Release wird selbstverständlich nur Content benutzt, der dann auch so in den Credits angegeben wurde. Kleiner Spoiler, auch zum Game Release war der Mod-Content im Spiel enthalten und natürlich wurde der Modder selbst nicht in den Credits genannt und wenige Tage später wurde der Content dann auch ganz still und heimlich aus dem Spiel per Update wieder entfernt. Hups, hat man wohl doch vergessen. Naja, das kann ja mal passieren und war ja auch das einzige Problem, was man mit den Ports hatte. Oder ach nein, es gab ja noch unzählig viele Grafikglitches, die das Spielerlebnis nicht sonderlich schön machen. Ich meine, wer zittert schon gerne so über die Map? Und jedes Mal, wenn du stirbst, flippt dein Bildschirm auch noch durch die Gegend. Also ich weiß noch nicht, wie man das besser beschreiben soll. Online-Spielen ist auch so ziemlich unmöglich. Zu Beginn wurdest du manchmal aufgefordert, ein Passwort einzugeben. Aber welches eigentlich und wofür? Keine Ahnung, niemand kannte es, aber das Spiel verlangte es bei den Quick-Matches. Zum Release gab es außerdem auch nur 3 offizielle Server, was dafür sorgte, dass in etwa 190 Spieler gleichzeitig spielen konnten, der Rest musste warten. Und der Rest war sehr viel. Also das waren sehr viele Leute, das waren viele 10.000 Leute, die eigentlich gerade spielen wollten, aber nicht konnten. Laut Aspyr Media gab es angeblich mehr Server, aber aufgrund eines Fehlers wurden nur 3 angezeigt. Das wurde zwar inzwischen gefixt, ist aber trotzdem ein Armutszeugnis, weil die haben das Spiel in diesem Status ja released. Und ehrlicherweise, die haben schon so ein paar Mal gelogen, wie jetzt gerade zum Beispiel auch erwähnt mit dem Mod-Content. Ich glaube, die haben ja auch wieder gelogen. Ich glaube nicht, dass die mehr als 3 Server parat hatten. Ich glaube einfach, die haben kackendreist gelogen. Aber hey, wer Geduld hatte, der konnte dann ja zum Glück endlich irgendwann mal spielen und dann hat diese Person aber gemerkt, warte mal, wenn ich einen Gegner treffe, dann dauert das ja irgendwie ewig, bis das Spiel das realisiert. What the hell, hier gibt's ja einen richtig krassen Delay. Gut, also was will man dann machen? Ja, schmeißt den Multiplayer halt in die Ecke und spielt dann erstmal die Singleplayer-Kampagne, bis eben das Problem mit dem Multiplayer auch gefixt ist. Ja, blöderweise fehlen in der Singleplayer-Kampagne die Hälfte der Cut-Sequenzen oder sie werden einfach nicht getriggert. Was bedeutet, man bekommt sie einfach nicht zu sehen. Normalerweise gab es vor und nach jeder Mission eine kurze Sequenz, um die Kämpfe eben sinnvoll aneinander zu reihen und die Story zu erzählen. Die Cut-Sequenzen nach den Missionen werden jedoch nicht angezeigt, wodurch das ganze Spiel einfach weniger Sinn ergibt, beziehungsweise man gar keinen roten Faden mehr hat. Naja, gut, okay, dann roter Faden hin oder her, aber hey, zumindest kann ich dann ja, hey, ich kann doch noch im Koop auf der Konsole mit 4 Freunden spielen. Das ging doch hier im Original auch, da konnte ich im Splitscreen zu 4 an einer Konsole, ja, egal, komm, ich kürze es ab, das geht nur noch zu zweit, weil, keine Ahnung, das Spiel ist so, das schaffen die Konsolen nicht, oder ich weiß es nicht. Achso, und wenn wir schon dabei sind, wesentliche Einstellungen fehlen übrigens auch noch. Die Feineinstellung von Controller und Maus kann man, naja, nicht so wirklich richtig gut einstellen. Oder besser gesagt, irgendwie wird da gar nichts verändert. Außerdem kannst du die Steuerung nicht mehr invertieren. Das ging früher auch und es ist alles wirklich ein Armutszeugnis. Und von all diesen Rückschritten mal abgesehen, frage ich mich auch ernsthaft, sag mal, wo sind eigentlich diese Quality of Life Verbesserungen, die ich irgendwie erwartet habe? Also ich meine, warum gibt es zum Beispiel keine Lobby, um gezielt mit Freunden zusammen zu zocken? Und warum zum Teufel gibt es kein Crossplay? Warum ist diese ganze Collection auf Steam 50 GB groß, aber die Original-Games haben zusammengerechnet mal gerade 7 GB? Aspyr Media, was zum Teufel habt ihr gemacht? Warum ist das Spiel plötzlich so groß? Und warum kostet
City Classic Collection mit ihren 35 Euro mehr, als wenn ich die alten Teile einzeln kaufen würde. Die würden mit den vorhandenen Mods ja sogar noch besser laufen als euer Port. Was zum Teufel ist da alles schiefgelaufen? Oder mit anderen Worten, was hat hier eigentlich funktioniert? Warum wirkt es so, als hättet ihr einfach nur alle Texturen auf 4K hochskaliert und, naja, euch dann zurückgelehnt und das Feierabendbier aufgemacht? Okay, ich gebe zu, ich habe mich ein bisschen viel aufgeregt, aber ich muss auch ganz klar sagen, zu Recht. Also wirklich zu Recht. Ne? Hin und wieder sagt ihr, oh Mann, der Typ regt sich wieder so ein bisschen viel auf, aber bei diesem Ding, was für ein Geschenk wurde da der Community gemacht nach 20 Jahren? Nach über 20 Jahren. Was ist das für eine coole Vision, die wir hier bekommen haben? Ach, habe ich vergessen. Es ist mal wieder ein Cash Grab gewesen. Von einem Entwicklerstudio, dass man einfach... Man sollte Aspyr'n Media einfach grundsätzlich nicht mehr vertrauen. Und ganz genau schauen, was die so aktuell verbrechen. Und nochmal, ich habe das auch im Video einmal kurz erwähnt. Ich behaupte auch... Die lügen einfach. Und die lügen bewusst. So schusselig kann man nicht die ganze Zeit sein. So viel kann man nicht die ganze Zeit vergessen. So viel Upsis können nicht die ganze Zeit passieren. Das ist einfach nur noch frech.